mir, von Gott erzählen wollen wir, groß oder klein, Gott will bei uns sein. Ich begrüße euch zum zweiten Online-Kindergottesdienst. Du? Ja, was ist? Wo sind die Kinder? Ich sehe gar keine. Und darf ich mitmachen? Und. Warte mal, wer bist du eigentlich? Du musst es mir ja nicht sagen. Ja, du darfst mitmachen. Aber du lässt mich ausreden, okay? Und die Kinder sind zu Hause und schauen sich das am Computer oder Fernseher an. Ach, so. Und jetzt singen wir unser Begrüßungslied. Singt doch mit und setzt in der zweiten Strophe wieder euren Namen ein. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, Halleluja. Jesus hat lieb, Halleluja. Jesus hat lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Jesus hat uns alle lieb, Halleluja. Lasst uns zusammen beten. Ich höre manchmal Dinge, die mich unendlich traurig machen. Traurig und wütend und hilflos. Ich verstehe das alles nicht. Ich sehe keinen Sinn. Alles wird finster in mir. Kannst du mir noch helfen, Gott? Doch ich will nie den Glauben verlieren, Gott, dass du stärker bist als diese ganze Finsternis. Dass du alles ändern kannst und mich wieder auffängst und ins Licht führst. Erinnert ihr euch an die Geschichte, die ich letzte Woche erzählt habe? Jochen, richtig? Du weißt es nicht? Aber die Kinder wissen es bestimmt. Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gezogen und wurde von vielen bejubelt. Aber er weiß auch, dass ihm schwere Zeiten bevorstehen. An diesem Abend hat Jesus mit seinen Freunden das Passafest gefeiert. Nach dem Passafest geht Jesus mit seinen Freunden zum Garten Gethsemane. Er bittet sie, dort mit ihm zu beten. Es ist dunkel geworden, finstere Nacht. Und dunkle Gedanken erfüllen Judas. Er beschließt, dass Jesus gefangen werden soll. Er weiß selber nicht, warum. Er findet alles doof und schlecht, was Jesus macht. Da geht er zu den mächtigen Feinden von Jesus, zu den hohen Priestern und schriftgelehrten Männern. Nehmt ihn gefangen. Ich verrate euch auch, wo er ist. Die Freunde von Jesus sind inzwischen im Garten eingeschlafen. So müde waren sie. Judas geht zum Garten Gethsemane. Eine ganze Gruppe Soldaten folgt ihm.
Sie haben Schwerter dabei und einen dicken Strick, um Jesus gefangen zu nehmen. Jesus ahnt, was auf ihn zukommt. Er weiß auch, dass Judas Schlimmes vorhat. Er betet zu Gott. Gott, schlimme Zeiten kommen auf mich zu. Lass sie vorbeigehen, verschone mich. Doch es soll so passieren, wie du es willst. Dann steht Jesus auf. Er sieht die Soldaten kommen. Judas geht von weg. Er geht auf Jesus zu und gibt ihm einen Begrüßungskuss. Da springen die Soldaten vor. Sie nehmen den Strick und fesseln Jesus. Der Begrüßungskuss war das Geheimzeichen. Den sollt ihr gefangen nehmen. Da springen ein paar von Jesu Jüngern auf. Sie waren auch im Garten und haben ja geschlafen. Jetzt schreien sie: Verrat! Wehrt euch! Rettet Jesus! Einer haut mit dem Schwert dazwischen. Halt, ruft Jesus, tut das Schwert weg. Und er heilt die Wunde, die das Schwert geschlagen hat. Da laufen die Jünger weg. Die Soldaten führen Jesus ab. Sie bringen ihn zum Haus des hohen Priesters. Einer ist nicht weggelaufen. Petrus, der Jesus-Jünger, ist ihnen heimlich gefolgt. Er sieht, wie Jesus in das Haus geführt wird. Dann gehen die Soldaten in den Hof neben dem Haus. Sie setzen sich an ein kleines Feuer und wärmen sich. Petrus setzt sich dazu. Da stellt sich jemand vor ihn hin und sagt: Hey, du bist doch auch einer von den Jesusleuten. Petrus bekommt einen großen Schreck. Sie haben ihn erkannt. Jetzt werden sie ihn auch gefangen nehmen. Nein, ruft er. Doch, nein, nein, doch, nein, 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 ich kenne den Jesus gar nicht. Petrus springt auf. Geschrei, ein Hahn kräht. Petrus schaut in das Haus. Er sieht Jesus, der schaut ihn an. Petrus weint. Er wollte so tapfer sein und hat es nicht geschafft. Er dreht sich um und geht. Die Soldaten lachen und lassen ihn gehen. Jetzt ist Jesus ganz allein. Keiner seiner Freunde ist noch bei ihm. Die Soldaten lachen ihn aus, sie schlagen ihn. Es ist eine schlimme Nacht. Am nächsten Morgen wird Jesus ausgefragt. Du redest so viel von Gott, das gefällt uns nicht. Gehörst du etwa zu Gott? Ja, sagt Jesus, ich rede zu Gott wie zu einem Vater. Sie fragen, bist du etwa Gottes Sohn? Da antwortet er, das sagt ihr. Da schreien sie, das darf er nicht sagen, er hat sich zu Tode geredet. Wie soll das nun weitergehen? Es gibt keinen Ausweg mehr für Jesus. Du, das war aber eine sehr traurige Geschichte. Ja, Jochen, ich weiß. Und doch ging die Geschichte ganz anders weiter, als alle dachten. Und wie? Das erzähle ich nächste Woche. Oh, so lange.
singen noch ein Lied zusammen. Jede Textzeile wird wiederholt. Dann könnt ihr versuchen, mitzusingen. So viel Kummer, so viel Dunkel, gute Gott, erbarme dich. So viel Kummer, so viel Dunkel, gute Gott, erbarme dich. So viel Tränen, so viel Trauer, gute Gott, erbarme dich. So viel Tränen, so viel Trauer, gute Gott, erbarme dich. Gib uns Trost und schenk uns Hoffnung, gute Gott, erbarme dich. Gib uns Trost und schenk uns Hoffnung, gute Gott, erbarme dich. Bleibe bei uns, sei uns nahe, gute Gott, erbarme dich. Bleibe bei uns, sei uns nahe, gute Gott, erbarme dich. An dieser Stelle kommt wieder ein Bastelvorschlag für euch. Bastelt euch doch mal euren eigenen Osterweg. Wenn ihr das plastisch machen wollt, könnt ihr eine Schale oder zum Beispiel den Deckel von einem Eierkarton nehmen. Vergesst aber nicht, die Löcher vorher zuzukleben. Füllt diesen Karton dann mit Blumenerde oder Sand. Am Anfang, erinnert ihr euch sicher an letzte Woche, ist Jesus nach Jerusalem gezogen. Die Leute haben ihm zugejubelt und Palmwedel geschwenkt, ihre Kleider ausgezogen und diese vor Jesus auf den Weg gelegt. Ihr könnt hier kleine Stoffreste, Filzstücken oder Schleifenband nehmen. Und Blätter findet ihr bestimmt in eurem Garten. Hier habe ich ein paar Steine, mit denen lege ich einen Weg. Und ich habe mir im Garten etwas Moos gesucht, damit gestalte ich den Platz neben dem Weg. Heute haben wir gehört, wie Jesus im Garten Gethsemane. Auch dafür gibt es einfach ein paar Blumen oder Pflanzen, die ich als Symbol hier reinstecke. Gebetet hat und gefangen genommen wurde. Dafür habe ich als Deko zwei silberne Münzen. Die sollen an Judas erinnern, der für Geld Jesus verraten hat. Dazu legen wir in den Garten einen Strick für die Gefangennahme und eine Feder, die erinnert uns an Petrus, der bis der Hahn am Morgen gekräht hat, deswegen die Feder für den Hahn, dreimal gesagt hat, dass er Jesus nicht kennt. Jetzt ist hier hinten noch etwas Platz. Dort können wir die nächsten Wochen unseren Weg ergänzen. Wer keine Schachtel oder ähnliches hat, wo er das machen kann, kann den Weg natürlich auch auf einem Blatt Papier malen und darstellen. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht.
ein Weg. Zu sehen sind die Palmblätter und Sachen der Leute. Dann habe ich hier sogar noch Brot und Kelch für das Passafest, was Jesus mit seinen Freunden am Abend gefeiert hatte, ergänzt. Wieder die Silbermünzen und im Garten mit einem Busch und ein paar Blumen das Seil und die Feder. Das ist schön. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt, Jochen, verabschieden wir uns wieder mit dem Segen. Och, nö. Doch, nächste Woche geht's weiter. Der Herr segne uns und das, was wir tun. Er behüte uns und die, mit denen wir zusammen sind. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und über denen, mit denen wir im Streit leben. Er sei uns gnädig, den Großen und Kleinen, Frohen und Traurigen, Kranken und Gesunden. Er erhebe sein Angesicht auf uns und alle Menschen. Er gebe uns und der ganzen Welt Frieden. Amen. Tschüss.